Das Ansäuern der Milchtränke für Kälber hat sich bewährt. Vor allem bei der Adlibitum-Tränke sichert ein Säurezusatz die Tränkehygiene und schützt das Kalb vor Verdauungsstörungen. Das richtige Vorgehen beim Zusatz der Säure spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg. Füllen Sie zunächst die Vollmilch in die Tränkeeimer oder das Milchtaxi, beziehungsweise rühren Sie den Milchaustauscher entsprechend der Angabe auf dem Sack an. Zur Ansäuerung eignen sich am besten spezielle, flüssige Säuremischungen, wie beispielsweise Schaumazid-Drink. Der Ziel-pH-Wert für eine stabile Tränke liegt bei 5,5. Um diesen pH-Wert zu erreichen, benötigen Sie für die Vollmilchtränke etwa 3 bis 3,5 Milliliter Schaumazid-Drink pro Liter Tränke. Für die Milchaustauschertränke reicht je nach Milchaustauscher eine Säuremenge von 1,5 bis 2 Milliliter pro Liter Tränke aus. Für die Ansäuerung von 100 Liter Milchaustauschertränke benötigen Sie somit zwischen 100 und 150 Milliliter Schaumazid-Drink. Beachten Sie, dass die Temperatur der Milch beim Einrühren der Säure unter 30 Grad liegen muss, da die Tränke sonst ausflocken kann. Auch eine zu hohe Dosierung der Säure kann zum Ausflocken führen. Messen Sie die benötigte Säuremenge korrekt ab und rühren Sie diese zügig in die Tränke ein. Jetzt kann die Milch verfüttert werden. Fragen Sie Ihren Schaumann-Fachberater nach individuellen Tränkekonzepten für Ihre Kälberaufzucht. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg im Stall.